Viele, viele wiedergeborene Christen sind tatsächlich und buchstäblich in Angst und Schrecken versetzt. Immer mehr. Weil sie sich exakt vor zwei Dinge fürchten. Zum einen haben sie Angst davor, die Errettung, das Heil Gottes wieder zu verlieren. Und zum zweiten haben sie Angst davor, durch die Drangsalszeit gehen zu müssen, durch die siebenjährige Gerichtszeit gehen zu müssen. Sie sind in Angst und Schrecken versetzt, nicht etwa von Satanisten oder Atheisten, sondern von anderen Christen, die genau diese zwei falschen Lehren verbreiten und immer mehr verbreiten. Sie haben keinen Frieden für das Gewissen, weil sie Angst haben um ihre Errettung, und sie haben keinen Frieden im Herzen, weil sie Angst haben vor der Zukunft. Der Herr Jesus Christus ist auferstanden aus dem Tod nach seinem vollbrachten Erlösungswerk und hat den Jüngern, zuallererst den Gläubigen, seinen Frieden gebracht. Shalom. Das ist das erste Ergebnis seiner Erlösungstat am Kreuz. Ein zweifacher Frieden, der Frieden für das Gewissen und Frieden für das Herz. Und genau dieser zweifache Frieden wird bei vielen, vielen Gläubigen zerstört. Und zwar von anderen Christen. Und das ist fatal. Diese seien gewarnt, dass sie eine hohe Verantwortung haben und nicht zur Erbauung des Leibes Christi dienen, sondern mit diesen beiden falschen Lehren den Leib Christi quasi beschädigen.